So, hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Und zwar heute fahren wir den Hyundai i30N. Und zwar, ich habe mir die passenden Schuhe dazu geholt. Geil, ne? Ich weiß, ich bin verrückt, aber egal. Wir fahren auf jeden Fall heute den i30N. Vielen Dank nochmal an die Torpedo-Gruppe, die uns das Auto zur Verfügung gestellt hat. Lass fahren. Let's go. Let's go, komm mal. Jetzt geht die Post ab. Ja, yeah. Schon mal gut. Als Basis nicht schlecht, ja, also vom Sound her. Achtung, jetzt kommt. So, also hier gibt es so verschiedene Einstellmöglichkeiten, die man hat. Ja. Hier zum Beispiel, drück mal hier drauf, dann geht mal hier Fahrzeug, Fahrmodus oder auch nicht. Ja, hier. So sieht es aus. Ja, also das ist schon irgendwo ein kleines Rennauto. Ja. Guck mal bitte hier, da kannst du vielleicht so ein bisschen, guck mal hier, Drehmoment. Kann man das hören? Hör mal. Krasses Ding. Also wirklich, dafür, dass das Serie ist, ist das Hammer. Wirklich. Aber es ist knüppelhart. Auf N. Ja. Macht das Filmen leichter. Ja gut, bei uns ist die Straße sehr, so, sehr, sehr wackelig. Ja. So, wir haben mit dem Hyundai i30N mittlerweile 700 Kilometer gemacht. Ja, wir haben das Auto komplett flanschneu bekommen. Ja, sind von Dresden bis nach Kamp-Lintfort gefahren. Und ich muss sagen, Langstrecke echt nicht schlecht. Also wenn man den Straßenmodus macht, zum Beispiel jetzt der Drive-Mode normal, ja, dann ist das Auto echt überraschend weich. Und wenn ich das natürlich auf N mache, geil, das Auto macht richtig Bock, ehrlich jetzt. 275 PS. Ehrlich, was will man mehr? Natürlich ist das kein vergleichbares Auto wie Lamborghini und Co. Ja, das kann man schon, ich sag mal, ich würde das sogar mit einem kleinen, ja, 2er M2 vergleichen, oder? Definitiv ein Auto mit Emotionen auch, ne? Ja. Also die kommen auf jeden Fall rüber hier. Ja. Also wirklich, der liegt in den Kurven, ne? Also wenn man das auf N-Modus hat, ja, auf den Sportmodus, das ganze Fahrwerk hier eingestellt hat, das ist ja Wahnsinn, das ist ja wirklich, der liegt wie ein Brett, das Ding, ne? Serienfelgen, alles Serie hier, also echt überraschend. Ich hätte niemals, Leute, ich hätte niemals gedacht, dass ich das sagen werde, dass der Hyundai geil ist. Guck mal, was der zieht, Alter, boah. Einfach nur Spaß, wirklich gute Laune, Spaß. Wer so ein Auto noch nie gefahren hat, der muss einfach, ob der jetzt ein Auto unbedingt sucht oder nicht, allein um die Erfahrung zu machen, muss man wirklich einmal so ein Ding gefahren haben. Lenker ist cool, ja. Also das ist so, bei vielen Autos musst du das ändern, hier musst du das halbe Auto verändern, dass das gut aussieht. Ganz interessant auch, Serienausstattung, Lenkradheizung. Ist wirklich so. Sitzheizung, Lenkradheizung, das Ding hat eine Ausstattung, Halleluja. Ja. Und Achtung, der Preis 33.000 Euro. Ja. Ist sehr viel Geld, gar keine Frage. Nur die Frage ist, was bekommt man neu für 33.000 Euro? Achtung, das sagt man okay. Aber was noch dazu kommt, Achtung, 5 Jahre Garantie. Also die anderen Hersteller geben nur 2 Jahre Garantie
und da darf man nichts verändern, da darf man nicht das, da darf man nicht das. Bei Hyundai sehen die das so ein bisschen anders. Ja, zumal 5 Jahre ohne, genau, ohne Kilometerbegrenzung. Das ist auch noch dazu. Ne? Also Leute, ihr bekommt 5 Jahre Vollgarantie auf das Auto ohne Kilometerbegrenzung. Das, also da muss Hyundai wirklich 100%ig überzeugt sein. Ja, und 100% sicher sein, diese Autos halten Minimum 5 Jahre und keine Ahnung wie viele Kilometer. Weil es kann sein, dass ich in den 5 Jahren auch 300.000 Kilometer fahren werde. Und Hyundai sagt, kein Problem, wir machen es. Und das ist natürlich, für mich wäre das ein Grund, ein Auto zu kaufen. Auto ist bombastisch. Lenkrad fühlt sich gut an. Guck mal, wie viele Knöpfe der hat am Lenkrad. Ich glaube, das ist Serie. Ich glaube, das ist noch nicht mal bei N, sondern ich sag mal, bei Serienautos auch so, oder? Bei normalen Paketen? Oder? Was meinst du? Nicht alle. Ist das so? Also das ist nicht bei allen Modellen so? Ja. Finde ich sexy. Also bei dem finde ich das richtig gut. Guck mal, wie die Knöpfe so hier, die liegen alle wirklich sehr, sehr fahrerfreundlich, ja? Also alles ist da. Hier die Türgriffe. Guck mal, wie schön. Schwarz. Ja? Finde ich schön. Finde ich sehr schön. Und nichts fühlt sich irgendwie billig an. Wo ich sage, komm, ich bin mit dem Auto gefahren, das erste Mal, aus Dresden. Und habe gedacht, irgendwas muss ich hier kacke anfühlen. Irgendwas muss billig hier sein, weil das Auto so günstig ist. Nichts gefunden. Das ist das Problem, nicht für uns, sondern für andere Hersteller. Guck mal, wie angenehm der Blinker ist. Das sind so Kleinigkeiten, wirklich. Einen Haken hat das Auto aber. Einen sehr großen Haken. Und zwar, das, was ich gerade tue. Schalten. Irgendwie ist das auch schon cool. Ich bin schon lange keinen Schalter gefahren. Ja, aber ich glaube, das Auto mit der schönen DSG-Getriebe oder sowas, wäre perfekt, mehr als perfekt. Ja, also lieber Hyundai, Entwickler, Abteilung, mach hier Automatikgetriebe rein. Dann bin ich, Achtung, der erste Kunde, der offiziell das Auto bei euch kauft. Ich glaube, für die Rennstrecke ist auch natürlich die Schaltgeschwindigkeit. Kriegt man mit einem Schalter nie so hin, wie man mit so Schaltwippen so. Ja, vielleicht so schön. Von uns zum Beispiel so Carbon-Wippen könnten wir herstellen, ist ja kein Problem. Das alles ist ordentlich hier in dem Auto, die Linien, alles. Guck mal, allein das Glasdach, ja? Vielleicht kann man von der Kamera besser sehen. Allein das Glasdach, das Panoramadach, das geht ja bis nach Bagdad, ehrlich jetzt. Das geht ja, guck mal, wie groß es ist. Oder? Ja, das ist Wahnsinn. Also das war ja zu, wo wir das abgeholt haben. Ich habe das aufgemacht, ich habe gesagt, ey, wann hört das ja auf? Ja, dann, irgendwann muss es ja aufhören, das Rollo sich da irgendwie einzurollen hinten. Aber das ist sehr, sehr, sehr groß. Ja. Also wenn du mal überlegst, bei mir im A6 Avant ist es kleiner. Ja. Definitiv. Mercedes genau das gleiche. Mercedes hat das nicht so groß. Ja. Wir sind auch sehr gut empfangen worden bei der Torpedo-Gruppe in Dresden. Ja. Also wirklich, wer da so ein Auto sucht, ich sag's nicht nur, weil wir zusammenarbeiten, kann sich wirklich an die Torpedo-Gruppe wenden, an den Tom. Der kümmert sich wirklich um ein Tico-Taco. Wie viele Anschlüsse das Auto hat, ne? Also hier diese Feueranzünder oder Zigarettenanzünder heißt das. Feueranzünder. Wir sind nicht hier bei einer Grillparty. Der Zigarettenanzünder, 2 Stück. USB, Aux-Kabel, alles mögliche, Ladegerät, tschack, schmeißt man das Ding einfach, das Handy da rein, fertig, wird's geladen. Also ich vermisse nichts in dem Auto, wo ich sag mal, bei einem anderen Hersteller viel Geld für Ausstattung ausgeben müsste. Ja, hier ist sehr viel serienmäßig. Es macht einfach Spaß. Ja, es macht wirklich Spaß. Viele werden sagen, vielleicht ja, irgendwie in fast jedem Wagen, den du fährst, hast du so Emotionen und findest du lustig, wie die fahren. Achtung, es kommt. Geil. Also der JP hat das schon gesagt, Andreas, du wirst das Auto lieben. Ich habe gesagt, du, weiß ich nicht. Das ist immer noch ein Hyundai. Ja. Hab ich gedacht, aber da hat er recht. Er hat wirklich recht. Das Auto ist einfach geil.
Am Auspuff würde ich nichts mehr ändern. Ich finde das geil, wie es ist. Fahrwerk, vielleicht so minimal. Bei H&R gewinnt der Federn. Schön digital alles. Das Einzige, was mir auch... Nein, das Einzige nicht. Also das Einzige war mit Automatik. Und... Das Navi ist ein bisschen klein. Oh, schönes Firmengebäude hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wer hat da wohl seinen Hauptsitz? Wir. Ich bin so stolz auf das Gebäude, ne, das wir haben. Das sieht schon schön aus. Ja. Das sieht wirklich, wirklich schön aus. So, also unsere Testfahrt hat ergeben, das Auto laut Hersteller soll irgendwie um die 7 Liter verbrauchen. Da muss man wirklich sehr langsam fahren. Wir sind auf 10,2 gekommen, aber ich muss eins sagen, wir haben dann so ein bisschen geprügelt, weil es so viel Spaß macht. Das ist das Problem bei dem Auto. Ja? Man kann selten normal mit dem Auto fahren. Also das verführt schon bei jedem Schalten irgendwie, komm, drück mich. Ja? So. Und der Knopf hier, der ist sowieso sehr gefährlich. Also man sollte wirklich den dann gar nicht hier einbauen, weil der ist zu nah an der Verführung drauf zu drücken. Guck mal, die Sitze allein noch. Guck mal, wie die Form, wie so ein Rennsitz, ja? Kann man das gut sehen auf der Kamera? Ja, perfekt. Krasser Sound. Wirklich. Ich weiß, ich soll meine Klappe lieber halten, sonst denken die alle, ich werde dafür bezahlt. Nein. Komm, schon mal hier zum Beispiel. Hier ist ein extra Platz mit so einem Gummiding, ja, für Flaschen. Trotzdem Handschuhfach, hast du so ein bisschen Ablagemöglichkeiten. Ich meine, der Norm ist groß, ja? Wie groß bist du? 1,89, fast so groß wie ich. Aber, obwohl ich vorne sehr gut saß, schau mal, ich bin 1,76 groß, habe ich immer noch, guck mal hier, Platz. Auch hinten, kannst du vielleicht von unten ein bisschen aufnehmen, geht das? Ja, zeig mal. Wahnsinn. Das ist... Wenn man das vorne aufmacht, ja, Schiebedach, dann hat man so ein bisschen Cabrio-Feeling, so groß ist das, ja. Auch hier, Flaschen natürlich, wenn man mit Kindern unterwegs ist oder auch wir Erwachsene, wenn wir irgendwo auf der Party fahren oder so, ne, kann man hier irgendwas abstellen hier, wirklich, also sehr, sehr klug gebautes Auto. Guck mal hier, der Spoiler, guck mal, was ein schöner Spoiler schon, ja, der ist schon serienmäßig cool, finde ich persönlich, ja? Diffusor, Auspuff. Also das Auto ist eigentlich fertig, aber wir machen uns sehr viele Gedanken. Das Auto ist nicht leicht umzubauen, ja, weil das Auto schon serienmäßig so brutal aussieht. Also ich glaube, das Auto wird zu den schwierigsten Autos gehören, die wir bis jetzt gebaut haben. Müssen wir sehr viel uns ausdenken. Kofferraum, sehr, sehr groß. Ja. Guck mal hier. Trio. Kombitasche hier, Louis Vuitton. Neue Serie. Neue Serie. Richtig geil. So ist das. Was ist das denn da? Guck mal hier. Sogar hier. Wie geil ist das denn? Sogar hier hast du einen Zigarettenanzünder. Da kannst du, was weiß ich, im Sommer so eine Kühltasche mitnehmen. Kannst du anschließen, fertig. Was mir aber fehlt, guck mal hier. Richtig coole Leiste. Steht N drauf. Diese Einstiegsleiste, ne? Genau. Guck mal hier, haben die vergessen. Nein! Wenn ich an den Enden schon fahre, dann muss das überall stehen. Hallo. Ja, das ist nicht modern. So. Also ich hätte hier so ein paar Dämpfer eingebaut. Wenn du es auch machst, so fertig.
aber dafür sind wir da. Ne? So ein paar Kleinigkeiten muss der Hersteller auslassen, damit wir was zu tun haben. Ne? Der riecht mal so noch so neu. Ne? Der riecht nach neu. Spaß. Da hatte jemand Spaß. Was meinst du? Nein, wirklich. Schön. Sehr, sehr, sehr schönes Auto. Also, wir werden auf jeden Fall von dem Hyundai i30N öfter berichten. Ja? Und mit der Zeit, also wir haben das Auto jetzt 6 Monate und werden immer wieder ein Video drehen, wie der Eindruck von uns über das Auto ist. Ja, weil manchmal ist das so, man fährt wirklich so 20, 30 Kilometer und denkt, okay, der ist schön, der ist so. Und dann so nach 6, 7 Monaten wird das Auto langweilig oder was weiß ich was, ist natürlich dann oft so. Ja, wir werden auch ein paar Teile dafür entwickeln, das machen wir auch, ja, ein paar Spoiler und so weiter. Und auch darüber werden wir uns mit dem JP zusammen kurzschließen. Der hat einen ziemlich guten Geschmack, ich sag mal, wenn es um solche Autos geht. Den habe ich ja auch, aber mit seiner Unterstützung, glaube ich, werden wir stärker und besser. Ich wollte dich jetzt schubsen, aber man darf ihn ja nicht schubsen, weil es Corona ist. Ach, Entschuldigung, lass mich was schubsen. Habt ihr auch 1,50 Meter Abstand? Was? So, da sind wir wieder, hier in meinem kleinen Video. Hier. Armlänge, Abstand. Ah ne, das war eine andere Geschichte. Ja, schickes Auto hast du. Da. Unseren Hyundai. Ja, endlich ist er da und endlich fangen wir an. Und heute besprechen wir so ein bisschen, was wir da für das Auto zaubern werden. Aber das besprechen wir nicht vor der Kamera. Erstmal. Aber was ich sofort merke ist, dass ich habe einen Fastback. Ja. Und ich muss wirklich sagen, dass der normale i30N schon echt bulliger dasteht. Ja. Also wenn der Fastback tiefer ist, finde ich den Fastback gleich ebenbürtig. Wenn der Fastback nicht tiefer ist, würde ich ganz klar zu dem Standard tendieren im Vergleich. Also die Farbe sieht auch sehr, sehr viel geiler aus als bei meinem so. Also die Farbe ist bombastisch. Ne? Ja. Der i30N ist der erste in der Farbe, die bei der Torpedo-Gruppe ausgeliefert worden ist. Okay. Ja, also den als quasi als Stufenheck gab es in der Farbe noch nicht so. Nee, deswegen haben wir auch lange gewartet auf das Auto. Sieht ne? sehr, sehr, sehr gut aus. Ja, ich würde sagen, wir besprechen jetzt, was jetzt losgelegt wird. Und lass dich überraschen. Tschüss. Thank you.